herzlich willkommen zum dritten Teil der Sexdiskussion. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Marie-Louise Angerer hier haben. Das ist wirklich ein großes Privileg und wir haben auch einigermaßen stark dafür gekämpft. Aber es hat geklappt und das ist großartig. Marie-Louise Angerer ist Professorin für Medientheorie und Medienwissenschaft an der Universität Potsdam. Sie ist geschäftsführende Direktorin des Brandenburgischen Zentrums für Medienwissenschaften in Potsdam sowie Sprecherin des Forschungskollegs Sensing vom Wissen sensibler Medien. Und wie wahrscheinlich viele von Ihnen wissen, von 2000 bis 2015 war sie Professorin für Medien- und Kulturwissenschaften und Gender Studies an der Kunsthochschule für Medien Köln, wo sie eben auch lange Zeit, also von 2007 bis 2009, die Rektorin war. Und ganz wichtig war in meiner Biografie und ich nehme an auch in der von Ihnen dieses Buch vom Begehren nach dem Affekt, was 2007 erschienen ist und auch auf Englisch vorliegt und was wirklich ein, also es gab dieser Paradigmenwechsel, würde ich sagen, wurde von mehreren vorgenommen hin zum, es gibt zum Beispiel dieses Forschungskolleg oder den Sonderforschungsbereich Languages of Emotion an der FU in Berlin. Aber Marie-Louise Angerer hat eben gesagt, es gibt diesen Bruch hin zum Affekt und interessanterweise von dem Dispositiv der Sexualität zum Affekt. Deswegen sind wir jetzt mit dem Vorwissen der Ausstellung Sex, wo wir uns sehr intensiv damit beschäftigt haben und auch mit den Vorgängerinnen-Vorträgen sehr gespannt, wie dieser Paradigmenwechsel zustande kam und wie die Relation auch von Affekt und Sexualität zu denken ist. Sie haben wie immer dieses Heft auf Ihren Stühlen liegen, wo wir halten ja gerne Sachen geheim, also die einige zukünftige Veranstaltungen finden Sie noch nicht darin, aber alles, was bisher geschehen ist und was heute passiert. Und Sie wissen auch schon, die schon ein paar Mal gekommen sind, wissen, dass eben Elisabeth von Samsonow, ich freue mich sehr, Elisabeth, dass du auch wirklich immer kommst, mit der ich diese Reihe zusammen konzipiert habe und ich entschieden habe, dass wir wirklich die theoretischen Voraussetzungen auch mit Ihnen teilen und keine Soft-Vermittlungsversion des Textes für Sie erstellen, sondern Ihnen einfach das zeigen, was wir unseren Sprecherinnen mit der Einladung geschickt haben und worauf die Personen, die hier sprechen, eben auch reagieren. Und ich sage vielleicht noch, dass wir als nächste Veranstaltung gleich am Ende nochmal, damit keiner vergisst, weil es eine großartige Sache. Wir werden in Kooperation mit dem Künstlerhaus Büchsenhausen und dem Kino Vision im Leo Kino am 8. Juni, der genaue Zeitpunkt wird noch bekannt gegeben, den neuen Film von Annie Sprinkle und Bess Stevens zeigen. Water Makes Us Wet heißt der, ein Eco-Sexual Adventure. Da haben Sie es schon im Titel, es geht wirklich um eine sehr zeitgemäße Interpretation von Eco-Feminism, Eco-Sexual-Feminism, Planet Orgasm ist da zum Beispiel ein Schlagwort. Und das Ganze eingeleitet hat Angela Anderson, eine Filmemacherin, die gerade Fellow ist im Künstlerhaus Büchsenhausen. Und wir werden auch noch eine Diskussionspartnerin für Sie einladen, die noch streng geheim ist, aber ich ich kann Ihnen eins versprechen, Sie können sich auf Sie freuen. Marie-Louise Angerer, kommen wir jetzt auf den, leiten wir jetzt nochmal auf diesen tollen Vortrag hin, hat nicht nur eben dieses sehr wichtige Buch vorgelegt, was Sie in unserer Bibliothek auch finden, sondern auch Affekt, Ökologie und zahlreiche andere Texte, die sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch und wahrscheinlich auch noch in anderen Sprachen erschienen sind.
einer der neuesten Aufsätze, nämlich jetzt gerade im Englischen vorgelegt, heißt Effective Milieus, Intensive Couplings, Technical Sensitivity and a Non-Conscious In-Between. Und der ist erschienen in Effective Transformations, Algorithms, Politics, Media. Vielen Dank, dass Sie hier sind und einen großen Applaus für Marie-Louise Anders. Vielen Dank für diese sehr herzliche Einleitung und für die wirklich sehr, sehr bemühte Einladung. Also ich muss sagen, es wurde mir dann wirklich alles erlaubt, an Datum aussuchen, um es möglich zu machen, nach Innsbruck zu reisen, weil es am Ende des Semesters einfach unglaublich dicht ist und es sehr schwierig war. Aber umso mehr freut es mich, jetzt hier zu sein, und ich muss mit Erstaunen feststellen, dass Innsbruck sich zu einem neuen Zentrum der sexuellen Diskurse offensichtlich mausert. Und ich bin ja hier 3 Jahre in die Schule gegangen. Ich habe hier in der Silgasse im Mädchengymnasium die Matura gemacht und bin in den letzten Jahren relativ selten in Innsbruck gewesen, aber jedes Mal erstaunt, wie sehr sich Innsbruck gewandelt hat und auch was hier sozusagen möglich geworden ist und möglich gemacht worden ist. Auf dem Weg nach Österreich gestern ist mir die Rezension untergekommen von dem neuen Buch von der Eva Illus, Warum Liebe endet. Und nachdem die Ausstellung vor 6 Lieben war, fand ich das eigentlich ganz bemerkenswert, dass sie nämlich dort wieder genau die gleiche Zusammenführung macht, dass sie nämlich schreibt, also in der Rezension wird dann auch zitiert, worüber es hier geht, dass Sex in Zeiten der großen Befreiung, in Zeiten der totalen Transparenz, in Zeiten der großen Offenheit so schwierig geworden ist wie noch nie. Also bemerkenswert ist auf der einen Seite, dass der Titel, Warum Liebe endet, dann eben mit Sexualität und Sex weitergeführt wird, ne? Also wieder diese Kopplung vorgenommen wird, selbstverständlich, und sich aber in diese Warum, die Antwort lautet, weil die Medien, die neuen Medien, die neuen Technologien sozusagen sich in dieses Verhältnis eingeschrieben haben oder sich so einschreiben, dass es sozusagen kein Gegenüber mehr gibt, das nicht eben immer schon sozusagen durch diese Medien hindurchgeht. Und ich habe mir gedacht, nachdem ich das gestern gelesen hatte, dass ich weniger jetzt auf Neurowissenschaft und auf Kognitionswissenschaften eingehe, weil es ist manchmal auch ein bisschen lapidar, was dort zu lesen ist, sondern dass ich mehr diese Verschränkung von Affekt und Technologien Ihnen andeute und warum sozusagen mein Ansatz damals 2007, also da habe ich natürlich mehrere Jahre an dem Buch gearbeitet und diesen Verdacht, warum sich dieses Sexdispositiv, wie es Michel Foucault ausgearbeitet hat, warum sich das möglicherweise in den 90er Jahren begonnen hat zu ändern. Und ich habe in diesem Band vom Begehren nach dem Affekt das alles im Konjunktiv beschrieben. Ich habe gesagt, man könnte vielleicht oder man könnte spekulieren oder man könnte argumentieren, das womöglich und so weiter. Und ich habe dann, als dieses Buch 7 Jahre später in Englisch übersetzt wurde, ein zusätzliches Kapitel geschrieben zur Reorganisation, zur affektiven Reorganisation von Psyche und Organisation, wo ich versucht habe aufzuzeigen, wie diese Medientechnologien sich mittlerweile so tief eingeschrieben haben in Wahrnehmung, in bewusste und unbewusste Prozesse, dass sozusagen von einer Reorganisation durchaus man durchaus sprechen kann. Was interessant war, was mich sozusagen zu dem Gedankenexperiment angeregt hatte, war damals um 2000, wo ich angefangen habe, mit dem sozusagen festzustellen, dass Affekt, Emotion und Gefühl überall eine Art von Renaissance erfahren. Und wichtig ist, dass diese 3 Begriffe sozusagen immer gleichermaßen verwendet werden, obwohl immer wieder betont wird, es ist ein Unterschied. Und ich würde sagen, es ist ein großer Unterschied, weil sonst macht es keinen Sinn, von 3 verschiedenen Begriffen zu sprechen.
weil es gibt aber durchaus viele Autorinnen und Autoren, und gerade im Englischen ist es wieder anders als im Deutschen, die das einfach selbstverständlich sind. Und heute wird sowieso sehr oft von Affekt eingesetzt, weil es einfach cooler klingt als Emotion und Gefühl. Und meistens meinen die Leute Gefühl, traurig, glücklich, zufrieden, aufgeregt, und sprechen aber von Affekten oder von affektiver Stimmung oder von einer affektiven Aufgeladenheit und so weiter. Und ich würde sagen, das ist falsch. Also wenn ich den von einem Affekt, wenn ich den sozusagen stark machen möchte und wenn der eine Bedeutung haben soll, dann muss der sich auch von Gefühlen unterscheiden lassen können. Und es gibt eine Tradition, die möchte ich Ihnen ganz kurz heute vorführen. Es gibt zwei Traditionen, auf denen dieser Affektbegriff aufbaut. Und es gibt jetzt eben eine dritte sozusagen neue dazu, das sind die sogenannten Medientechnologien, wie sie seit den 90er Jahren sich begonnen haben, sehr, sehr rasch zu verbreiten. Und wenn man sich überlegt, dass das Handy, Smartphone 2007 eingeführt wurde und heute mittlerweile in unseren Breiten es sozusagen flächendeckend verbreitet ist und es sozusagen keinen Handgriff mehr ohne Hände gibt, dann können Sie sich die Geschwindigkeit einfach vorstellen. Das ist binnen weniger als 10 Jahren war sozusagen dieser Zustand erreicht. Was diese medientechnischen Interventionen mit dem Affekt zu tun haben, das würde ich Ihnen gerne heute ein bisschen vortragen, um sozusagen so einen kleinen Einblick dafür zu bekommen, wie viele verschiedene Kräfte an so etwas mitwirken, dass man eben heute, würde ich behaupten, ziemlich mit großer Sicherheit eigentlich von einem affektiven Dispositiv sprechen kann. Ein Dispositiv ist, wie Foucault es sehr schön in seinen Arbeiten immer vorgeführt hat, eine Klammer, in der etwas entsteht. Und diese Klammer wird von verschiedenen Kräften sozusagen festgehalten, die etwas emergieren lassen. Und bei Foucault war es eben diese Geschichte, dass Sexualität zum neuen Wahrheitsprinzip wird. Denken Sie an die Psychoanalyse, sozusagen in Augen Foucaults war das die Kulmination dessen, was unter Wahrheitsfindung verstanden wird. Doch musste man, Freud wurde vorgeworfen, alles auf Sexualität zurückzuführen. Alles hatte seinen Grund in einer sexuellen Unterdrückung oder in einer sexuellen Fehlentwicklung und die Psychoanalyse versuchte mit ihrer Talking Cure herauszufinden, was eben diese Unterdrückung der Sexualität verursacht hat, um das Symptom zu lösen. Und für Foucault war die Psychoanalyse der Kulminationspunkt dessen, was er in seinem als Sexualitätsdispositiv oder Sexdispositiv beschrieben hatte. An diesem waren beteiligt von der Schule, die Armee, die Pädagogik, die Kliniken und so weiter, um sozusagen diese Wahrheit des Sexes ausfindig zu machen. Heute, wenn Sie sich dieses Buch, dieses Mini-Zitat von der Eva Illouz in Erinnerung rufen, ist von diesem Paar, Sexualität ist Wahrheit oder die Wahrheit des Menschen, sind wir weit entfernt heute, vermutet, würde ich mal behaupten, niemand mehr, dass Sexualität mit irgendeiner Wahrheit des Menschen zu tun hat, sondern Sexualität ist eine Aktivität, die unter anderem der Fortpflanzung dient, aber nur noch unter anderem und über ganz viele medientechnische und biologische, biotechnische Entwicklungen ist auch diese Frage sozusagen eine nicht mehr gänzlich natürliche, schon lang nicht mehr natürliche geworden. Also das heißt, in diese ganze Sexualitätsgeschichte, in diese Verschiebungen schreiben sich viele Momente ein. Aber interessanterweise in den 90er Jahren lässt sich sozusagen wie so ein Moment des Aufpoppens an allen Stellen plötzlich Ähnliches feststellen. Und ich habe in dem Wand von dem Begehren nach dem Affekt die Kunstfelder untersucht. Ich habe die verschiedenen Diskurse untersucht, ob das die Neurowissenschaften waren, die philosophischen Diskurse, die feministischen Diskurse, die medienwissenschaftlichen Diskurse. Es war plötzlich überall die Rede von Emotion, von Affekt, von performativ, von
von dem materiellen Eigenleben, der Eigenbewegung und so weiter. Es war sozusagen unter den verschiedenen Decknamen, der verschiedenen Turns, wie es geheißen hat, vom Pictorial Turn, vom Material Turn, Affective Turn, die alle sozusagen in den 90er Jahren, so jedes zweite Jahr wurde ein anderer Turn ausgerufen. Man kann heute rückblickend durchaus sagen, dass die 90er Jahre so etwas wie einen großen Material Turn sozusagen verursacht haben, wo ganz viele Prämissen, die das 20. Jahrhundert ausgezeichnet haben, und hierher gehört eben Sexualität und die Sprache, das waren sozusagen die zwei großen Prämissen, die das 20. Jahrhundert gekennzeichnet haben. Denken Sie an nur Stichwort Strukturalismus, Poststrukturalismus, das waren sozusagen die Bauten auf Sprache und Sexualität, dem Unbewussten und dem Begehren auf. Und diese Dinge wurden enorm angegriffen, wurden enorm kritisiert, wurden enorm ihrer Hegemoniestellung sozusagen dafür attackiert. Und es gibt eine der Autorinnen, die dem neuen Materialismus zugerechnet werden, die Karen Barat, eine Physikerin, eine theoretische Physikerin, die in Santa Cruz lehrt, dort wo die Donna Haraway auch gelehrt hat. Und sie kam mit dem, sie baut sozusagen ihren Gentle Realism und ihren Begriff der, nicht der Interaktion, sondern der Intraaktion vor einem physikalischen Hintergrund von Niels Bohr auf. Und sie fragt, was viel wichtiger jetzt ist, sie fragte in ihren ersten Aufsätzen, die man von ihr lesen konnte, einige Jahre jetzt her, how did language come to be more trustworthy than matter? Also wie kam es dazu, dass wir der Sprache eine Geschichte, ein Vertrauen, eine Wahrheit zugeordnet haben, was wir der Materie und der Bewegung der Materie, der Entwicklung von Materie nicht zugetraut haben. Und in dieser Verschiebung spielt die Fassung, das Verständnis, die Definition dessen, was wir unter Körper und was ein Körper tut und tun kann, eine zentrale Rolle. Und man kann sozusagen in den 90er Jahren wirklich so eine Verschiebung ausmachen, dass der Körper, der bis dorthin als Oberfläche interpretiert wurde, deren Bedeutung, also die Zeichen, die sich auf dieser Oberfläche einschreiben, die auf eine unbewusste Dimension verwiesen haben. Mit dieser Verschiebung aber hin auf die Eigenbewegung und Eigenständigkeit des Körperlichen wird der Körper in einem anderen Licht betrachtet und seine Materialität als etwas begriffen, die ihren eigenen Gesetzen und Bewegungen gehorcht, welche nun aber nicht mehr länger ausschließlich kulturell und sozial verstanden werden. Also es findet sozusagen in dieser Verschiebung, in dieser Absage an die Sprache, an das Unbewusste, an so etwas wie ein sprachliches Begehren, wie es in der Psychoanalyse nach Lacan definiert wurde, findet sozusagen eine Transformation oder deutet sich eine Transformation an, die sehr, sehr tief geht. Bis dorthin kann man sagen, war das 20. Jahrhundert das Jahrhundert, das ein Subjekt, ein humanes Subjekt, ein menschliches Subjekt über Sprache und Sexualität insofern definiert hat, als die beiden Pfeiler, die auch die Grenze zogen zum Tier und zu den Maschinen. Die Tiere hatten, darin war Freud und insbesondere Lacan als sein französischer Nachfolger, sich sehr, sehr, beide sehr klar, mit dem Tier hat die menschliche Sexualität nichts zu tun. Es gibt diesen wunderbaren Ausspruch von Lacan, wo er sagt, haben Sie jemals bei Freud den Eindruck gehabt, dass er im Teig des Instinkts rühren würde? Nein, natürlich nicht, sondern Freud hat ganz klar den Instinkt vom Trieb unterschieden und hat eben gesagt, die Tiere haben einen Instinkt, das heißt, es ist etwas Naturgegebenes, etwas Genetisches, was sozusagen diesen Instinkt antreibt, während die Menschen eben einen Trieb haben, einen bei Freud als Schwellenbegriff eingeführter Begriff, der nun dieses Moment zwischen Soma und Psyche markiert oder besetzt. Freud hat immer nach einem Begriff gesucht, wie kann ich sozusagen ein biologisches Wesen, das wir sind, wie kann ich sozusagen erklären, wie wir zu diesem psychischen Wesen werden, das wir auch sind.
Also wo sozusagen findet dieses Kippmoment statt? Wo kommt sozusagen ein biologisches Bedürfnis, wie verwandelt sich das in ein psychisches Begehren? Und der Trieb war für Freud dieser problematische Schwellenbegriff, der aber ganz klar eben mit Sprache und unbewusst sozusagen den Unterschied zum Tier markierte und natürlich den Unterschied zu den Maschinen. Und die Donna Haraway, die ich jetzt schon kurz benannt habe, war diejenige, die natürlich ganz massiv in den Mitte der 80er Jahre in ihrem Manifest für Cyborgs schon angetreten war gegen die Psychoanalyse, gegen Freud, aber auch nun, das ist der nächste Schritt, auch gegen Foucault und sein Sexdispositiv, gegen Foucault und seine Geburt der Gefängnisse, ein weiteres Werk von Foucault, wo sie gesagt hat, es ist alles sozusagen auf die Menschen zentriert, alles auf die Geschichte des Anthropos, alles auch von der Warte des Anthropos aus betrachtet. Und wir sind aber längst eingetreten in eine Phase, wo wir mit Maschinen, ihre berühmte Cyborg, wo wir uns damit auseinandersetzen müssen, wie unsere Interaktionen zukünftig auch mit Maschinen aussehen werden. Und diese Momente, diese Absage an die Psychoanalyse, auch die Absage an Foucault und an seine Arbeiten, waren für mich so ein erstes Moment, wo ich damals, als ich das Manifest for Cyborgs, das 1985 in Englisch erschienen und dann Anfang der 90er Jahre auf Deutsch erschienen ist, waren für mich so Momente, wo ich mir gedacht habe, da beginnt sich etwas zu bewegen. Dann gab es eine ganz markante Auseinandersetzung und diese Auseinandersetzung fand mit der Judith Butler und ihren Arbeiten statt. Wie Sie vielleicht wissen, das Unbehagen der Geschlechter erschien Anfang der 90er Jahre und sie hat dort diesen Begriff des Doing Gender eingeführt, aufbauend auf Foucault, auf Lacan und auf anderen, aber ganz massiv oder ganz sozusagen noch ganz mächtig auf der Psychoanalyse. Und dann hat sie Bodies Dead Matter, Körper von Gewicht, erschien 93. Und dort dieses Buch hat sie geschrieben als große Verteidigung, weil man ihr den Vorwurf gemacht hat, dass sie das Nicht-Diskursive, also die Materialität des Körpers, sozusagen außen vor gelassen hätte. Und dieses Buch war für mich sozusagen der Höhepunkt dieser Debatte, wo es dann gekippt ist. Weil Butlers gesamte Abhandlung, so wurde ihr auch damals schon vorgeworfen, verbleibt, trotz eben ihrem Rückgriff auf die Sprechakttheorie im Schema der Psychoanalyse und der Ideologiekritik, wonach Fantasie dasjenige ist, was das bloße Sein, das nicht symbolisierbare Reale erträglich macht. Also die Fantasie spielt in ihrer Arbeit eine ganz zentrale Rolle, dieses Doing Gender, was uns sozusagen nachträglich erlaubt, uns als männlich, weiblich, wie auch immer, wahrzunehmen und vom anderen wahrgenommen zu werden, ist sozusagen eine zentrale Dimension, diese imaginäre Dimension, mit deren Hilfe sich das Subjekt in ein System der Repräsentation, eben auch jenes der Geschlechter, einrückt, wie es bei Butler heißt. Dieses Buch hat eine enorme Kritik nicht nur auf sich gezogen, sondern losgelöst. Es war sozusagen wirklich dieser Punkt, wo sozusagen eine Debatte begonnen hat, die sozusagen wegrückte vom Subjektbegriff, weg von der Repräsentation, weg von der psychoanalytischen Unterscheidung von Repräsentation und Imaginären, weg von der Sprache, weg von einem Unbewussten, das sozusagen wie eine Sprache strukturiert ist, wie es bei Lacan heißt, hin zu so etwas wie einer Materialität, zu den Eigenbewegungen der Materialität, zu dem Performativen. Es gibt Aufsätze, die im Zuge dieser Diskussion erscheinen, das Begehren, das der Bilder, Mitchell nur um zu nennen. Es wurde sozusagen nicht nur den Bildern, sondern es wurde allem und jedem ein Eigenleben, eine Eigenbewegung zugesprochen, die eben auch inkludieren konnte ein Begehren. Also zu dieser, parallel zu dieser Kritik finden aber, was ich vorhin angedeutet habe, medientechnische
Entwicklungen statt, die sozusagen die Frage stellen, was ist sozusagen das a priori des Menschen? Ist es sozusagen die Psyche, ist es das Begehren, ist es das ein sprachliches a priori, was den Menschen zum Menschen macht, oder gibt es ganz andere a prioris? Und einer ein französischer Philosoph, Bernard Stiegler, hat dann in die Medientheorie eingeführt, ein technisches a priori, ne? Dass der Mensch sozusagen in seinem ursprünglichen Mangel, in seiner ursprünglichen Verfehlung ständig auf Medien angewiesen ist, die ihm helfen, seine Erinnerung zu bewahren. Ne? Also dieses Auslagern unserer Erinnerung, denken Sie einfach, was wir alles heute im Handy und in Google überall nachschlagen, weil es uns nicht einfällt oder weil wir nicht wissen, wo wir sind. Also sozusagen diese Auslagerung von Gedächtnis und von Erinnerung, und die würde sozusagen jetzt durch die Medientechniken, würde unser Bewusstsein grammatisiert, schreibt Stiegler als Schüler oder ehemaliger Student von Derrida. Also die Bewusstseins- die Programmindustrien, wie es bei ihm noch relativ altmodisch heißt, würden unser Gedächtnis sozusagen grammatisieren und uns in Zeittakten sozusagen die Zeit vorgeben, in der wir leben und in der wir sozusagen Mensch, wie auch immer, unterwegs sind. Ich habe dann nämlich jetzt ein bisschen gekürzt, ahnend. Innerhalb dieser Verschiebungen wird ab Mitte der 90er Jahre wird Materialität, wie schon von mir angedeutet, und Affekt werden als zentrale Größen bzw. als neue Basis für die Geistes- und Kulturwissenschaften. Und hier muss man nun sagen, wiederentdeckt. Und mit ihrer Installierung wird gleichzeitig der Begriff der Handlung, Agency, wie es denn ganz prominent genannt wird, eingeführt durch Bruno Latour unter anderem, endgültig auch auf non-humane Agenten und Akteure übertragen. Also es findet sozusagen gleichzeitig mit dieser Dezentrierung und Verschiebung von Sprache und Sexualität, findet eine Ausweitung von Begriffen eben wie Handlungsmacht, Handlungsfähigkeit auch auf Non-Humane, auf Tiere und andere Menschen, also auf Maschinen und Menschen und andere statt. Seitdem stehen Aktion, Handlung, Bewegung, Affizierungsprozesse, non-humane Agenten, das Parlament der Dinge, wie es bei Bruno Latour heißt, im Blickpunkt eines Strebens nach einer neuen Ontologie oder nach, Sie können sich jetzt aussuchen, es gibt viele Begriffe, die sich derzeit anbieten, von der spekulativen Ontologie bis zur wilden Ontologie. Jeder erfindet im Moment neue Ontologien und hat den Eindruck, es muss sozusagen an einer Ontologie gebastelt werden. Das ist nicht unbedingt mein Interesse und mein Anliegen. Ich wollte es nur einfach gesagt haben, dass sozusagen das natürlich auch sehr viel mit den medientechnischen Entwicklungen zu tun hat, dass wir heute auch von einer digitalen Postontologie lesen können, ist sozusagen nicht unbedingt das Thema jetzt für heute Abend. Aber ich habe vorhin gesagt, es gibt eine Tradition von Affekt und darum auch meine Rede von der Wiederentdeckung. Aber eben nicht Wiederentdeckung im Sinne einer Wiederentdeckung von oder einer Renaissance von Gefühlen, sondern eben von einer Wiederentdeckung, die sozusagen andere in den 90er Jahren, aber andere Anschlüsse, auf andere Anschlüsse trifft. Wenn ich sage Wiederentdeckung, dann ist es Leibniz, Spinoza, Bergson. Es gibt eine große Tradition von Philosophen, die sozusagen den Körper in den Vordergrund stellen. Und es war Spinoza, der eben gesagt hat, wir wissen nicht, was der Körper alles kann. Ein Satz, den Deleuze unter anderem sehr, sehr bekannt gemacht hat und der gesagt hat, Spinoza hätte den Philosophen den Körper als Thema wieder gegeben. Und dieser Spinoza hat einen sehr, sehr umfassenden
Affektbegriff eingeführt, Affektionen, als Fähigkeit des Körpers zu affizieren und affiziert zu werden. Also dieser Affektbegriff ist sehr, sehr umfassend, der ist in keinster Weise auf so etwas wie glücklich, unglücklich, sondern der ist auf eine ganz allgemeine Fähigkeit des Körpers bezogen, etwas zu tun und damit andere zu affizieren und getan zu werden, affiziert zu werden. Und er verortet diesen Körper oder diese Körper auf einer Anordnung von Geschwindigkeit und Ruhe und von Langsamkeit und von je langsamer, umso loser, je schneller, umso dichter. Also er hat sozusagen eine Bewegungsdiagrammatik, die er mit seinem Körper vorstellt. Und das zieht sich dann weiter und kommt Leibniz war sozusagen als der die kleinen Bewegungen eingeführt hat, die Petite Perception, wo er gesagt hat, es gibt so viele kleine Bewegungen, die einfach unsere Bewusstseinsschwelle überhaupt nicht erreichen, die immer außen vor bleiben, die wir nicht wahrnehmen, die aber trotzdem stattfinden. Und Bergson war dann derjenige, der französische Philosoph Henri Bergson, der in seiner Wahrnehmungsphilosophie ein ganz entscheidendes Moment eingeführt hat, das natürlich am Ende des 19. Jahrhunderts, als er dieses formuliert hat, auf die Experimente im 19. Jahrhundert zurückgegriffen hat, auf sein berühmtes Intervall. Und dieses Intervall wird nämlich für die Affektdebatte ganz zentral und sie wird heute mehr denn je zentral, weil sie sozusagen an der Schnittstelle eine neue Schnittstelle aufmacht und ich würde sogar so weit gehen, was Freud damals versucht hat, mit dem Trieb als Schwellenbegriff zu installieren, ist heute dieses Intervall, jenes Moment, jene Zeitzone, die zwischen Signal, wenn etwas sozusagen auf mich eintrifft, und der Wahrnehmung der Reaktion. Also dieses Moment von Reiz, Reaktion, Signal, Reaktion. Und Bergson hat gesagt, bis das Gehirn sozusagen arbeitet, vergeht eine kleine Zeitspanne, so eine kleine, aber dennoch, und diese Zone nannte er damals Empfindungszone. Es ist jene Zone, wo die Empfindung zustande kommt. Und diese Zeitzone, diese halbe Sekunde, die es dann später hieß, oder eine Zehntelsekunde und so weiter, von der konnte man im 19. Jahrhundert überall lesen, in den Künsten, bei Freud, bei Wundt, bei Francis Galton, bei allen unterschiedlichen Menschen stieß man auf diese Zeitspanne, auf diesen Personal Error und diese halbe Sekunde, und das ist das Spannende, findet sich in den 90er Jahren plötzlich in dem zentralen Text. Aus heutiger Sicht kann man ihn einfach als den zentralen Text der Affekttheorie bezeichnen, von Brian Massumi, einem kanadischen Philosophen, The Autonomy of Affect, die Autonomie des Affekts. Und dieser Text, der erschien in einer Anthologie zu Deleuze, und dieser Text wird heute von bösen Stimmen dem Brian Massumi unterstellt, das wäre sozusagen sein einzig wirklich guter Text gewesen. Das sind böse Stimmen, aber sie veranschaulichen einmal mehr, wie wichtig dieser Text war. Und in diesem Text macht er Folgendes. Er sagt, Affekt ist etwas Asoziales, etwas, was von der Sozialität nie eingeholt werden kann, von der Sprache sowieso nicht, aber um die Sprache geht es auch dort gar nicht mehr. Und er ist eine Zone der Intensität, es ist sozusagen durchaus vergleichbar der Empfindungszone wie bei Henri Bergson, und er spricht interessanterweise von der halben Sekunde, der Missing Half Second. Der Missing Half Second taucht plötzlich hier auf und es ist diese Zone des Affekts, die Zone des Affekts. Und er nimmt nicht nur Henri Bergson mit seinem Intervall, sondern er greift natürlich, Brian Massumi war der Übersetzer von Deleuze und Guattari ins Englische. Also von daher war er bestens vertraut mit den Arbeiten von Deleuze und Guattari. Und er übernimmt den Affektbegriff natürlich auch in sozusagen Abwandlung von Deleuze. Und bei Deleuze taucht der Affekt erstmals in den Kinderbüchern Anfang der 80er Jahre auf
Und dort beschreibt Deleuze auch auf Henri Bergson zurückgreifend den Affekt als das, was uns von außen anspringt, packt, ergreift und sich sozusagen dieses Intervalls bemächtigt, aber dann sozusagen hört, bei Deleuze heißt es, hört die Bewegung auf. Also es ist ein Moment von, wie es dann bei Brian Massumi heißt, von noch nicht und nicht mehr. Also es ist jenes Moment, dieses präsentische Moment, dieses Moment des Jetzt, Now. Und es gibt fantastische Psychoanalytiker, es gibt einen, den Daniel Stern, der hat noch ganz spät, ganz kurz bevor er starb, The Present Now, ein Buch geschrieben, ganz fantastisch, wo er über die vitalen Affekte und wie sich die entwickeln beim Kleinkind und so weiter, also ein ganz tolles Buch. Und es geht sozusagen in den ganzen Affektauseinandersetzungen immer um dieses Moment des, ja, dieses Moment des Jetzt, was sprachlich nicht einholbar ist, weil es immer schon vorbei ist, weil es sich sozusagen der Sozialität entzieht, weil es sich dem Bewusstsein entzieht, weil es sich eben auch quer verhält zum Unbewussten, weil eben nicht mit Sprache konnotiert oder kontaminiert, müsste man vielleicht sagen. Also das sind ganz wichtige Momente. Das ist eine Form der Affektdebatte, die philosophische Debatte, und dann gibt es natürlich eine ganz andere, das ist die psychologische, kognitionswissenschaftliche und die in der Neurodebatte eine Rolle spielt, aber interessanterweise dort treffen sie auch auf dieses Intervall, und dort heißt es dann bei Benjamin Libet, hat ein Neuroforscher, der benennt es dort the short delay, also das kleine Verzögerung, ist aber nichts anderes als wie eben dieses Moment der. Und vor kurzem habe ich einen Zeitungsartikel gelesen, und da schreibt jemand über die Verfahren bei Google und bei diversen anderen Anbietern, um herauszustellen oder beweisen zu können, dass wir ein Mensch sind im Unterschied zur Maschine, müssen wir bestimmte Aufgaben erledigen, die Sie alle kennen mittlerweile. Und dann gibt es die, entweder Sie müssen angeben, auf wie vielen Bildern Autos sind oder Garagen und so weiter, oder Sie müssen das Captcha angeben, also welche Buchstaben und so weiter, und Sie bemühen sich, und es funktioniert nicht immer, weil es vielleicht mit den Zahlen und den Buchstaben nicht ganz so eindeutig ist, und dann machen Sie einen Fehler und dann kommt das Nächste und dann können Sie es nochmals probieren. Und bei vielen, nicht nur lernen wir mit diesen Dingen umzugehen. Die Maschinen lernen natürlich in jedem Moment mit, wenn wir brav angeben, wo was sich befindet oder wie ein Buchstabe zu lesen ist. Und dann steht drinnen, beschreibt dieser Autor, wie Maschinen sozusagen natürlich viel besser lesen können, viel schneller sind, viel besser erfassen können, dass gerade bei Bildanalysen und bei medizinischen Diagnosen und so weiter Maschinen mittlerweile weit uns überholt haben. Und das Einzige, und das fand ich einen bemerkenswerten Schluss in diesem Aufsatz, das Einzige, was den Menschen von der Maschine unterscheidet oder all along unterscheiden wird, ist sein Makel, nämlich eben Fehler zu machen, zu zaudern, zu zögern, wiederholen zu müssen und nämlich, beim Zögern schreibt er, zu spät zu kommen, ne? um dieses kleine Moment zu lang zu brauchen, wo eine Maschine eben nicht zögert. Aber was interessant war, dass in der Kybernetik, die natürlich eine große Rolle in der Debatte zu den Medientechniken eine große Rolle spielt, dass es hier eine ganz ähnliche Diskussion gab, und von daher hat der Affekt eben diese Sonderstellung, dass er eben in meinen Augen nur wiederentdeckt werden konnte in den 90er Jahren aufgrund der medientechnischen Entwicklung. Und es ist eben keine Frage der Gefühlsorientierung der Erneuten oder der Wiederaneignung von Emotionen, um die geht es überhaupt nicht, sondern es geht um eine Kopplung von Mensch-Maschine auf, wenn Sie so wollen, auf einer affektiven Ebene, und in dieser affektiven Ebene verkreuzen sich eben Technologie und Biologie, organisch, wie auch immer.
Denn, und das ist ganz interessant, wenn man zurückgeht in die 40er, 50er Jahre, als die kybernetische Diskussion sozusagen ganz vehement geführt wurde, da wurde ein ähnliches Moment für die Maschinen stark gemacht von Norbert Wiener und Bense und wie sie alle damals hießen. Und dort wurde nämlich auch für die Maschinen ein Zeitmoment in der Lücke von Signal und Bewegung aufgenommen. Wiener und Bense, um die zwei Prominenten zu nennen, haben sich beide auf Bergson und dessen Intervall bezogen, um stark zu machen, dass die Maschinen sich eben unglaublich annähern an das, was Menschen ausmacht. So schreibt der Norbert Wiener, so lebt der moderne Automat, nein, Entschuldigung, das war Max Bense, so lebt der moderne Automat in der gleichen Bergsonschen Zeit wie der lebende Organismus, und daher gibt es keinen Grund in Bergsons Betrachtungen, warum das wesentliche Funktionieren des lebendigen Organismus nicht das gleiche wie jenes des Automaten dieses Typs sein sollte. 1951 wird diese Feststellung von Max Bense wieder aufgegriffen, um gerade das Intervall der Zeit als Basis der Vergleichbarkeit von Maschine und Mensch zu behaupten. Nur im Unterschied zum Menschen, und das ist sozusagen genau das, was ich eben jetzt vor wenigen Tagen in der Zeitung lesen konnte, nur im Unterschied zum Menschen können die Computermaschinen jedes noch so kleinste Intervall ausnutzen. Das Intervall, das beim menschlichen Organismus sozusagen offen liegt und offen bleibt, füllen die kybernetischen Rechenmaschinen mit ihrer für Menschen nicht nachvollziehbaren Geschwindigkeit in der Aufgabenerfüllung aus. Die kybernetischen Maschinen erschöpfen das kleinste Intervall. Eine Addition geschieht in einer 5-Millionstel Sekunde. In 5 Minuten können 10 Millionen und so weiter und so weiter. Das war 1951. In der Zeit ist vieles noch schneller geworden. Und das heißt, es gibt sozusagen von beiden, von zwei Seiten, einerseits ein philosophisches Interesse an der Wiederentdeckung des Affekts, der sich mit einem kybernetischen, medientechnischen Interesse paart. Und man muss aber dazu sagen, dass beide Stränge voneinander nicht unbedingt große Kenntnis nehmen. Also die eine Seite nicht von der anderen und die umgekehrt nicht. Also das ist etwas, was mich immer fasziniert, wie wenig man eigentlich diese unterschiedlichen Entwicklungen sich sozusagen gegenseitig beobachten oder wenn denn überhaupt nur hin und wieder voneinander mitkriegen. Und dann gibt es aber noch eine dritte Variante. Die hat, denke ich mir, sehr viel mit der Ausstellung 6 zu tun. Es gibt nämlich in dieser, ab Mitte der 90er Jahre, noch eine dritte Bewegung, die eben diese Abkehr oder diese Kritik an der Sexualität ganz lautstark führt. Das ist die Queer-Debatte, und sie wird unter anderem angeleitet von der Eve Kosofsky-Sedgwick, eine sehr, sehr bekannte amerikanische Queer-Theoretikerin, die nämlich aus ihrer Hosentasche, um es so zu sagen, plötzlich Mitte der 90er Jahre einen Affekttheoretiker zieht, den sie ganz, ganz stark macht und gegen die Psychoanalyse ins Feld führt. Und die Eve Kosofsky-Sedgwick schreibt in ihren Arbeiten zu Queer, zu lesbischer Sexualität, zu und so weiter und gegen die Unterdrückung und gegen und ihre Kritik an Freud und der Psychoanalyse klar, aber dann findet sie einen neuen Gewährsmann. Und dieser neue Gewährsmann ist der Silvan Tomkins, das ist ein Psychologe, der in den 60er Jahren geforscht hat und der ein sogenanntes Affektmodell damals entwickelt hat, vor dem Hintergrund der Systemtheorie und Kybernetik und gegen die Psychoanalyse. Also explizit gibt es sozusagen genau zwei, der Hintergrund, sein sozusagen theoretischer Hintergrund, die Kybernetik, und sein Feind oder die sozusagen dagegen arbeitet, ist Freud und die Psychoanalyse. Und er entwickelt ein Affektmodell, wo es verschiedene Affektpaare gibt. Ich glaube, es gibt insgesamt 9 Affektpaare. Und der Hauptaffekt ist die Scham. Die Scham wird sozusagen als der große, die sozusagen die alles menschliche Leben antreibt, eingeführt. Und
Sylvan Tompkins kritisiert Freud, dass Freud die Scham völlig ignoriert hätte. Wer nur ein bisschen Freud kennt und Freud nicht unbedingt studiert hat, man muss Freud nicht unbedingt studiert haben, um zu wissen, dass die Scham eine ganz, ganz große Rolle bei Freud spielt. Also nur so viel, diese Kritik an Freud läuft auch mitunter ins Leere. Aber er wollte eben sagen, die Scham ist sozusagen der große Antrieb bei Sylvan Tompkins. Und dann kommen diese Paare, diese Affektpaare, also aufgeregt, gelangweilt, rasch, langsam, freudig erregt, depressiv. Und diese Paare entstehen dadurch, also diese zwei Pole, dass je nachdem, wie das Signal ist, also das Signal stark ist und sozusagen eine starke Reaktion hervorruft, dann ist es auf der positiven Seite zu veranschlagen, also heftig. Und wenn es schwach ist, das Signal, dann ist es auf der anderen Seite zu veranschlagen, dann ist es negativ oder eben trübselig. Ne? Und das ist jetzt ein ganz uralt Modell, was da herauskommt. Es kommt nämlich so ein Modell, das schon bei Aristoteles bekannt war, ne? Dass wenn etwas sozusagen ganz, ganz leise und langsam ist, ne? Dann ist es depressiv und traurig, und wenn etwas ganz schnell und aktiv ist, ist es hochintelligent. Etwas, was Sie im 19. Jahrhundert wiederfinden, in der ganzen Schädelmessung und in den ganzen Zuschreibungen der Rassenhygieniker, da finden Sie genau die gleichen Beschreibungen. Ne? Ein aufgewecktes, intelligentes und so weiter ist sozusagen arisch und sehr gut und richtig, und das andere ist sozusagen langsam und schwerst depressiv und so weiter. Also diese Zuschreibungen sind uralt, werden aber jetzt bei Sylvan Tompkins in so ein kybernetisches Modell übersetzt. Und wenn jemand den Film zufällig gesehen hat, der, ich glaube, vor 2 Jahren oder 3 Jahren schon herausgekommen ist, vom Pixar Studio Inside Out, Alles steht Kopf, ein Kinderfilm von Disney, also von Pixar gehört zu Disney, und das hat jemand den Film gesehen? Da geht es um ein kleines Mädchen. Und dieses Mädchen lebt sozusagen in einer turbulenten Zeit und ist manchmal traurig und manchmal aufgeregt und so. Und dann wird gezeigt, wie sozusagen diese Gefühle, wie die entstehen und wie die organisiert sind. Und dann gibt es in ihrem Kopf, gibt es eben den Ekel und die Scham und die Traurigkeit und die Freude und der Zorn, der Ärger. Und die können Sie sich jetzt alle an einem Finger eigentlich ausrechnen, in welchen Farben diese Figuren dargestellt sind. Joy, die Freude, ist gelb. Die Depression ist blau. Der Ekel ist grün. Der Ärger ist rot. Und so ist es sozusagen genau wie sozusagen das kulturell aufgeladen ist, semantisch, diese Zuschreibung der Farben, Zuschreibung zu den Dingen. Und dann sitzen diese Männlein in dem Gehirn dieses kleinen Mädchens, sitzen an einem Mischpult. Und das fand ich besonders bemerkenswert, weil dieses Mischpult ist natürlich jetzt genau wie bei Sylvan Tompkins die Stärke der Signale, ne? Also entweder wusch, dann geht es in die starke Ding, oder nur ein bisschen, dann ist es schwach. Und Sylvan Tompkins und die Eve Kosofsky-Sedwick übernimmt jetzt dieses Modell, übernimmt die Beschreibung dieses Affektmodells, auch dass die Scham als die Basis, um es als Basismodell für die Queer Theory sozusagen zu propagieren, und schreibt, dass es sozusagen ein viel größeres, ein viel offeneres, ein viel freieres Modell ist als die Psychoanalyse mit ihrem ödipalen Komplex und mit ihrem Papa-Mama-Kind und mit ihrer Triebgeschichte. Und der Trieb wäre, wie Sylvan Tompkins eben auch schon gesagt hätte, das viel zu enge Modell, und der Affekt ist das große Modell. Und das Affekt ist der, und sie vergleicht es in einem ihrer Bücher, dass man den Affekt vergleichen könnte wie den Computer. Der Computer kann alles verarbeiten, ob Zeichen, Bilder, Sound, alles kann sozusagen in 0 und 1 übersetzt werden und entsprechend verbunden werden oder übersetzt werden. Und Affekt kann sozusagen genau wie der Computer alles, während der Trieb wäre vergleichbar einer Schreibmaschine, die nur tippt. Und sie macht sich für dieses Affektmodell ganz stark, und im Zuge dessen
wird sozusagen auch von in diesen Debatten von feministisch und queer, also sozusagen das ist die dritte Stoßrichtung gegen die Psychoanalyse, gegen die Sprache, gegen das Unbewusste, gegen Begehren und die Etablierung sozusagen und Umarmung, anders kann man es gar nicht sagen, von Affekt. Aber auch diese ist sozusagen völlig unverbunden mit einer technischen Entwicklung. Also wir haben sozusagen auf der einen Seite eine kybernetische Debatte, die versucht, die Maschinen sozusagen zu definieren, dass sie sozusagen immer ähnlicher den Menschen sind. Dann haben wir diese philosophische Affektdebatte, die den Affekt sozusagen als jene Empfindungszone einführt. Und dann haben wir diese queer-feministische Debatte, die den Affekt sozusagen ganz explizit gegen Sexualität, gegen die Psychoanalyse setzt. Nicht unbedingt ausspielt, aber setzt. Und diese drei Stränge habe ich versucht, in dem vom Begehren nach dem Affekt zusammenzufassen, um zu sagen, man muss sozusagen deren Parallelentwicklung auch sozusagen kreuzen. Ne? Also es ist eben kein Zufall und sie sind auch einem bestimmten Denken verpflichtet, ohne dass das möglicherweise allen bewusst ist, was sozusagen an einer Transformation, wie ich es genannt habe, an der Transformation des Denken des Humanen arbeiten. Und zwar nicht jetzt in einer bösen Absicht, sondern einfach, weil sozusagen mit dem Austausch oder mit der Installierung von Affekt anstelle von Sexualität eines, wie ich es heute bezeichnen würde, eines Nichtbewusstseins anstelle eines Bewusstseins, verschiebt sich sozusagen das Bild, wie wir über Menschen denken, es verschiebt sich das Bild, wie wir über Maschinen und Menschen denken, es verschiebt sich sozusagen unser Verständnis von der primären Wichtigkeit von Sexualität, die sozusagen ein Moment unter vielen anderen wird, und es verschieben sich sozusagen bestimmte basale Parameter, die sozusagen dieses Denken des Menschen bis eben in die 90er Jahre, würde ich sagen, sehr dominant geprägt haben. Und die Donna Haraway, von der ich vorhin gesprochen habe, die war maßgeblich beteiligt an sozusagen ich weiß gar nicht, wie man ihre Arbeiten bezeichnen soll, ne? Weil es ist ja keine Philosophie, es ist an einer Staying with the Trouble, wie sie es nennt, also sozusagen einer ganz praxisorientierten Sehweise. Und bekannt geworden ist hier unter anderem auch mit ihrem Companion Species Manifest. Das Manifest kam 2003 heraus, ihr Buch zu dem das Zusammenleben mit den anderen Gefährten kam 2008, wo sie beschreibt eben ihr Leben mit ihrem Hund und in ihrem gemeinsamen Training und wie sozusagen dieses Co-Shaping und diese Co-Evolution, wie sozusagen die zwischen Tieren und Menschen vonstatten geht. Und da gibt es ganz wunderbare Geschichten und viele andere Autorinnen, die sie zitiert, die in dem Bereich arbeiten. Und wenn sie heute schauen, wie viele Bücher es gibt zu Menschen und Tieren, Menschen und Natur, Menschen und Wald, Menschen und Bäume, diese ganze, was unter dem großen Begriff der Ökologie zusammengefasst wird, dann gibt es einen Moment, was sozusagen zentral ist und das bestätigt eben mein Shift von einem Sex-Dispositiv zu einem affektiven Dispositiv noch einmal mehr, dass es zentral um Relation, um Verbindung, um Konnektionen geht, um Gemeinsamkeiten, Gleichheiten und weniger um die Differenz. Also die Differenz, die sozusagen bis weit ins 20. Jahrhundert zentrale Größe war, und die Sexualität und die Sprache waren eben, wie ich schon gesagt habe, diese Parameter, die eben den Menschen sozusagen in ein Zentrum gesetzt haben, in ein humanistisch gedachtes Zentrum, wenn es auch ein fiktives Zentrum immer war oder ein phantasmatisches Zentrum, aber es war sozusagen in Abgrenzung zu Tier und Maschine. Und mit der Installierung von dem Affektiven, das war sozusagen der Beginn einer Öffnung,
dieser, und die Haraway schreibt von dem Porös-Werden der Grenzziehungen zwischen Mensch und Tier, zwischen Mensch und Maschine, aber sozusagen die Basis für diese Öffnung, für dieses Porös-Werden, stellt in meinen Augen diese Entdeckung der, die Wiederentdeckung und Installierung des Affektiven ein, nämlich als jenes Moment, als jenes Moment, was sozusagen diese Verbindung besetzt oder die Unterbrechung organisiert oder die Übersetzung mit antreibt. Also das sind meine, ich habe in dem kleinen Büchlein, was die Nina vorhin gezeigt hat, die Affektökologie, habe ich versucht sozusagen den Affekt als operationalen Begriff stark zu machen, eben um ihn abzusetzen von Gefühl und Emotion und zu sagen, es geht nicht um ein Gefühl, sondern es geht sozusagen um eine Operation der Verbindung, der Unterbrechung oder des Scheiterns einer Verbindung, der Unterbrechung und eine Übersetzung, also von einem Modus in den anderen Modus. Ich glaube, ich kann an der Stelle jetzt aufhören. Ich habe mehr oder weniger bin ich durch mein Papier durchgegangen. Es kann sein, dass ich die eine oder andere Sache nicht erwähnt habe, aber wir haben ja eine Diskussion mit den beiden und da werde ich sicherlich zu dem einen oder anderen gefragt werden. Danke für diesen instruktiven Vortrag. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, weil ich glaube, wenn man sagt, das ist jetzt dieser, das ist zu diesem Paradigmenwechsel gekommen von der Sexualität zum Affekten, dann ist natürlich auch die Frage, wie man Sexualität darin definiert, also ob das, man es psychoanalytisch ist oder queeren Ansatz etc. Aber was mich jetzt interessieren würde, und deswegen meinte ich gerade gemeine Frage, ist, dass wir als Elisabeth und ich überlegt haben, wen wir einladen möchten und so weiter, haben wir natürlich sofort an sie gedacht, auch im Hinblick auf die Frage, was machen wir eigentlich mit dem Orgasmus? Ist es möglich, den als Affekt zu lesen oder nicht? Und sie haben dann zu mir gesagt, nee, also über Orgasmus spreche ich nicht. Aber jetzt haben wir ihre Theorie. Und da das jetzt der spekulative Teil ist, wo wir versuchen dürfen, ohne wissen zu müssen, können wir es vielleicht versuchen, darüber nochmal zu sprechen. Was machen wir mit dem Orgasmus in dem Spannungsfeld von Affekt und Sexualität? Ja, ich habe auf die Frage, ob ich dazu spreche, habe ich eher gesagt, nein, also, da bespreche ich nicht. Und heute, kurz als wir uns getroffen haben am Nachmittag, haben wir kurz darüber nochmals, oder kamen wir darauf zu sprechen. Und natürlich könnte man jetzt hergehen und sagen, es ist mit diesen vielen Umschreibungen des Affektiven, ne, als diese Zone der Empfindung, als dieses noch nicht und schon vorbei, als dieses Moment des Präsentlichen, es sind ja alles Umschreibungen, die sozusagen auch auf andere Momente oder Zustände zutreffen, aber was mir vielleicht am ehesten noch, was ich jetzt nicht vorgetragen habe, was mir aber gerade jetzt einfällt, mit dem Affekt und der, in der Auseinandersetzung, wo ich vorhin noch gesagt habe, dass die Maschinen und die Menschen und das Benze und Norbert Wiener und so weiter. Und da gibt es eine ganz interessante Geschichte, die sozusagen über Berg oder zu Bergson eigentlich zurückverweist und auf die Zeit, als verschiedene Psychiater wie Charnier und so weiter gearbeitet haben, über dieses Moment, was eigentlich das Ich ist. Und das Ich, das findet man oft in diesen psychologischen Schriften, ist eigentlich gekoppelt immer an eine Ich-Losigkeit. Also um ein Ich-Moment zu definieren, kann ich es nur in Absetzung von einer Ich-Losigkeit. Und diese Ich-Losigkeit,
Das hat mir immer sehr gut gefallen. Es ist jenes Moment, wo sozusagen etwas sich schließt, aber eben nicht unter der Kontrolle von Bewusstsein oder von Ich, sondern sozusagen sich eine Losigkeit schließt. Und deswegen würde ich sagen, wenn, dann käme das für mich ist am nächsten daran. Ne? Also sozusagen so ein Moment, des, wo, um es nicht eine eine Reduzierung auf eine biologische Geschichte, auf eine Reflexgeschichte, da gibt es ja andere Momente, die man dafür anführen könnte, aber auf diese Losigkeit, das finde ich eigentlich ganz schön. Ne? Bevor ich da weiter frage, Elisabeth. Ja, also vielen, vielen Dank nochmal für den großartigen Vortrag, für die fantastische Kartografie der 90er Jahre, mit den Verweisen auch auf den Beginn des 20. Jahrhunderts und eben die Vorfälle im 18. Jahrhundert, also Stichwort Spinoza. Also es gibt so eine ganze Karriere des Affekts in der abendländischen Philosophie mit vielen Ups und Downs und wahrscheinlich hat auch diese Geschichte das Stichwort so weit geliefert, dass der Affekt eigentlich sollte so etwas wie eine subversive Größe sein erstmal. Und du hast auch gezeigt, dass das nicht so einfach ist jetzt, also auch in der Art und Weise, wie das Affektgeschehen da so jetzt von den maschinischen Ebenen, von den digitalen Ebenen, von den AI-Ebenen und so weiter usurpiert werden kann oder wie dieser sozusagen abgeflachte Mensch, um den es jetzt geht, also der mehr oder weniger so ein meteorologisches Ereignis ist. Also die Affekte sind ja sowas wie die Meteorologie, ja? Also dass je nachdem nach Wetterlage und Anwesenheiten und Abwesenheiten und heiß, kalt und viel und wenig und so, ist mir zumute. Es ist eine Art von Zumutungsphilosophie, die zu verschiedenen Gemütszuständen führt. Übrigens ist die ethische Komponente total ausgeblendet, sowohl übrigens bei der kritischen Philosophie als auch bei der Affekt- und der Dominierphilosophie. Das ist wahnsinnig auffällig, als wäre das ein Defekt, also der übrigens in beiden Ebenen vorherrscht, also dass man eigentlich nicht dazu kommt, sich überhaupt zu überlegen, was, ist eigentlich, was wäre eigentlich wirklich gut. Oder in dem Moment, wo Scham, Angst, Wut und so weiter gleich behandelt werden, merkt man schon, da fehlt irgendwie das Regularium total. Und dann könnte ich natürlich auch den Orgasmus in Wahrheit ohne weiteres unterbringen in Scham, Wut, Angst und so weiter, wenn ich wüsste, dass es im Hintergrund noch so etwas gibt wie einen Regler, der also von 0 auf 100 stellen kann, weil also dann könnte man von ganz intensiv bis weniger intensiv, es gibt ja auch irgendwie die psychoanalytische Unterstellung, dass Leute, ich sag mal, konfus sind in Bezug auf ihre Affekte, ja, dass man Übersprungshandlungen macht, dass man Orgasmus am falschen Auslöser kriegt und dass man, ich weiß nicht was alles, könnte ja alles Mögliche da auf dieser Affektebene nun geschehen. Also ich hätte da jetzt gar kein Problem, den Orgasmus damit hinein zu denken, wobei ich glaube, dass bei dir, das wäre jetzt meine Frage noch im Hintergrund, so wirklich so diese Ontologie des Orgasmus, ist unser Lieblingsvorstellung, dass es sowas gibt, wirksam ist, nämlich die, dass durch den Orgasmus, eben was du jetzt gerade beschrieben hast, dieser Entzug, dieses Fehlen, dieses Loch, dieses Nichtsein und so weiter, einen kurzen Moment lang geschlossen und wieder geöffnet wird. Also das ist irgendwie so ein, doch eine Ereignisform, die alles andere irgendwie so übersteigt. Also der Orgasmus, der ja auch irgendwie so eine Art von ontologisch Ganzwerden. Also ich meine, da gibt es ja unglaublich viel Literatur über zum Orgasmus, also wo er echt sehr hoch bewertet, also sehr hoch bewertet ist, einen sehr tiefen Einblick in das menschlich erlaubende Geschehen sei. Übrigens kommt bei dir auch so in diesem Buch so ein kleines Absätzchen vor, wo du darüber schreibst, dass der Orgasmus also auch eine Begegnungsform ist. Also, habe ich geschrieben? Ja. Eine Art von Vollständigkeits, wie sagt man, transitorischer Vollständigkeit oder sowas erreicht wird, die dann auch wieder entzogen werden kann und so. Doch, das kommt wirklich vorher, das habe ich mit großem Interesse gelesen, weil es gibt natürlich Orgasmus in ganz unterschiedlicher, also masturbatorische
und Kuitale und ich weiß nicht was alles. Und deswegen ist es natürlich auch interessant, dass man beim Orgasmus immer an Kuitale Form denkt. Aber da ist jetzt eben meine Frage nochmal. Also würdest du den Orgasmus jetzt, nach dem, was du jetzt gesagt hast oder was ich jetzt fragen würde, eher doch in die Affektrichtung bringen wollen oder doch so reservieren für ihn so ein Residuum in dieser anderen Linie, die du aufgemacht hast? Tja, das ist schwer zu beantworten. Mir ist nochmal durch den Kopf gegangen, also eine Philosophie-Richtung, die ich jetzt im Vortrag überhaupt nicht benannt habe, die aber in meinen Arbeiten der letzten Jahre zunehmend wichtiger geworden ist, ist von Whitehead, die Prozessphilosophie. Und was mir an der so schwierig die ist und so wenig ich behaupten würde, dass ich die total gut verstehe, aber soweit ich sie nachvollziehen kann, da gibt es einen Begriff, der mir sehr gut gefällt. Und zwar heißt es dort, it's a blind emotion oder a blind feeling. Es gibt beide Bezeichnungen. Also ein blindes Gefühl. Und dieses blinde Gefühl macht er fest, dass sozusagen jeglicher Wahrnehmung schon längst vorausgeht. Und aus diesem Gefühl, aus diesem Prozess, ne, darum eben Prozessphilosophie, aus diesem Prozess der Prehension, wie es bei ihm heißt, und Prehension könnte man mit zupacken, zugreifen, emergiert sozusagen etwas. Und das fand ich immer sozusagen als Ansatz, um nochmals den Affekt anders zu denken oder zu verstehen, finde ich diesen Ansatz ziemlich spannend, weil Whitehead sagt immer, dass wir sozusagen die abendländische Philosophie, insbesondere die Wahrnehmungsphilosophie, von einem fatalen Missverständnis geprägt ist, dass die geht immer aus, und da kann er sozusagen durch die ganze Philosophiegeschichte durchgehen, ich sehe etwas, nehme etwas wahr, Punkt. Und er sagt, bevor ich etwas sehe und wahrnehme, ist schon so viel passiert. Und so viele Momente sind sozusagen schon in Interaktionen, in Interaktion, bevor überhaupt sozusagen etwas wahrgenommen wird. Also bevor überhaupt etwas sozusagen, ja, in dem Fall so eine, also als emergiert, als Objekt, als Datum, also Datum im Sinne von wahrnehmbar. Und das wäre für mich eigentlich so ein Denken des Prozesshaften, wo es eben kein Subjekt im Vorfeld gibt und kein Objekt im Vorfeld, sondern sozusagen beides als momentane Entitäten aus dem Prozess der Prehension. Da gibt es keine deutsche Übersetzung, sondern wird einfach Prehension, ne, also bis Packen abstrahieren. Und er sagt immer sozusagen, dass sozusagen dieses blinde Gefühl, also dieses blind feeling, sozusagen immer den Zusammenschluss bedeutet von einem in der Vergangenheit erlebten mit dem zukünftigen. Und es fällt sozusagen genau dieses Moment, dieses Komplex. Es ist sozusagen dieses Gefühl, dieses, wenn wir sozusagen etwas, und er macht klar, dass wenn er von Feeling spricht, dass es ein technischer Term ist, der erst in oberen Stufen, in höheren Stufen der Bewusstseinsing mit Sympathie, mit Intensität und so weiter dazu übersetzt werden kann und wahrgenommen wird, aber in den von anorganisch bis organischen Prozessstufen sozusagen, und aus dem habe ich dann sozusagen das gezogen, des Verbindens, Unterbrechens, Übersetzens. Also es hat keinen Inhalt, also der sich sozusagen. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, um sozusagen etwas, was woanders entsteht, um dann, ja, um dann sozusagen wahrgenommen, dass man es mitbekommt, dass es sozusagen zu einem kommt, also zu mir kommt oder
Das finde ich eigentlich einen Gedankengang und eine Figur, die wir hier anbringen könnten. Aber ist nicht der, das hatte ich mich eh gefragt, bei dem Affektdenken, wenn man es unsprachlich denkt, also da würde ich zum Beispiel fragen, funktioniert es wirklich, oder jetzt auch wenn man an Latour denkt und die Akteurstheorie, wenn man nicht erkennt und es nicht versprachlichen kann, was man mit einer Waffe anstellen kann, würde es einen wahrscheinlich auch nicht anleiten zu schießen. Also da würde ich eh erst nochmal fragen, was ist der Unmittelbarkeitsaspekt im Affekt, den würde ich grundsätzlich auch erstmal bezweifeln, und ich weiß gar nicht, ob man es insofern sozusagen von angelernten Emotionspraktiken wirklich unterscheiden kann. Aber die Frage ist jetzt schon, und das wäre auch mein Einwand dagegen, einen Orgasmus als Affekt zu lesen, weil da würde ich jetzt mal utopisch denken, dass wir den vielleicht wirklich als Unterbrechung denken können, also weil es nicht, also weil es diese Leerstelle ist, diese Ich-Losigkeit, die eben nicht mehr, weil Affekte, also das, was Sie jetzt auch gesagt haben, diese Verbindungslinienrelation. Das Einzige, was sozusagen für den Affekt sprechen würde, in dieser Gleichung, wenn man denn die Gleichung stark machen möchte, wäre dieses jetzt wollte ich mich so schnell hineinfahren. Jetzt wollte ich gerade was sagen. Ist das vielleicht das Ungefüllte? Im Affekt diese Asozialität, das Nicht-Einholbare. Mhm. Ja. Denn, also auf der Ebene würde ich sagen, könnte es in eine bestimmte Tradition der Affektdefinition. Mhm. Also mit diesem sozusagen außerhalb vergleichend. Und das würde ich, also das wäre auch mit diesem utopischen Moment oder mit dem Unterbrechen. Ich denke mir, das ist natürlich ein kritisches Moment gibt in diesem Shift, den du ganz fantastisch beschrieben hast, von dieser psychoanalytischen Kodierung, eben nicht zuletzt von Sexualität, aber von Sprache hin zu dieser Affektlehre in der Philosophie, in der Kognitionspsychologie und so weiter. Aber es gibt natürlich auch diese Idee, dass der Affekt insofern eine Art von Ergriffenwerden darstellt, also des Körpers übrigens. Ja. Darin ist ja auch sowas wie so ein Heilsversprechen oder sowas deponiert. Das dürfte ja wohl der Grund dafür sein, dass es so einen Zustand gibt in der Philosophie. Also der größte Teil der jüngeren Generation von Philosophen sind ja solchen Denken sehr zugeneigt. Nicht zuletzt wird ja auch solches Denken, also sag ich mal, umstandslos integriert in so etwas wie diese neuen Ontologien, vom spekulativen Materialismus bis zum OOO, Object-Oriented Ontology und so weiter, also wo die Dinge alle sprechen und ich bin also in einem wunderbaren Weltbild plötzlich impliziert, nämlich in einem, wo alle Dinge mit mir reden, wo alles irgendwie eine Auswirkung auf mich hat. Also so, wo ich also echt, also diesen Antikantianismus so fühlen kann, so stark. Also bei Kant hätte er gesagt, na gut, ich fühle schon was, aber das, was ich fühle, das geht dich überhaupt nichts an. Also das hat ja auch die Psychoanalyse in der Paartherapie und so weiter so hochgradig jahrzehntelang beschäftigt, dass das so sein könnte. Das heißt, dass ich eigentlich, wenn ich eine Information aus dieser Welt bekomme, dann spricht sich mir gegenüber etwas aus, das sich in letzter Instanz mir gegenüber verbirgt. Also das X nämlich. Weil es nämlich durch meinen sozusagen Apparat der transzendentalen Bedingungen, der Möglichkeit von Erkenntnis und so weiter geschleust werden muss. Wo ist jetzt der Unterschied, ob jetzt diese Dinge, die da zu mir sprechen, geschleust werden durch also den Apparat der Erkenntniskategorien oder den Apparat der Moleküle, der Nervenbahnen, die auch alle wirklich als Unterbrechungen fungieren. Ja. Also warum mache ich aus einem komischen Salat von Wellenlängen ein Gemälde oder sowas? Ja, ich finde, es ist immer so in diesen Ansätzen ist ja beides irgendwie möglich. Es sind so wahnsinnig medial kodiert, sage ich mal, diese Philosopheme, dass man könnte sie
dem gleichen Recht, also als ontologische Seinsbeweise oder Gottesbeweise drehen, wie man sie als solipsistische, sag ich mal, wie sie auch in der Bewusstseinskognitionsphilosophie manchmal passiert, als ewige Selbstunterhaltung des Organismus mit sich selber, könnte man mit dem gleichen Recht diese Affektphilosophie eigentlich auch hinstellen. Also dass es nur darum geht, dem Körper Sensationen zu verschaffen, die er sich mit geeigneten Mitteln sowieso immer verschafft, weil er von vornherein impliziert ist in ein Geschehen, das sich von vornherein auch immer der Sprache widersetzt hat. Also da wäre für mich jetzt auch nochmal die Frage, inwieweit ist denn da so etwas wie eine Möglichkeit gegeben jetzt aus deiner Sicht, also die ja sehr kartografisch uns vorgetragen war, einen sehr kartografierenden Duktus, also jetzt in Bezug auf eine Lösung, Ausblick, Zukunft, könnten diese beiden Ansätze, also sag ich mal, der von Derrida vertretene, der von den Poststrukturalisten vertretene und die wiedererstarkte Affektlehre, könnte sie nicht irgendwie ergänzen, also könnten die nicht sich, weil sie haben ja beide so ein Plus irgendwie, muss man sich da zwischen Silla und Charybdis entscheiden oder können die sich auch irgendwie ergänzen oder zeigen sie uns Möglichkeiten der reziproken Defekte auf? Oder also ich denke mal, was sehr oft bei solchen, wenn wir sagen, paradigmatischen Wechseln der Fall ist, dass etwas dann sozusagen ganz stark in die eine Richtung ausschlägt und die andere sozusagen ganz dramatisch verdrängt wird und sozusagen hinausgetrieben wird. Und wie es dann bei diesen Pendelbewegungen oft der Fall ist, pendelt es wieder ein bisschen zurück. Und ich denke mir, es gibt heute ja schon wieder durchaus Anzeichen, dass eben ja, Ethik eingefordert wird, eine Verantwortlichkeit, dieses Anthropos-Bashing, das viele auch mittlerweile auf die Nase voll haben, von diesem ständig sich sozusagen entschuldigen zu müssen, dass man als Mensch spricht. Ich denke mal, ist auf der einen Seite, was du angedeutet hast, na, es gibt natürlich so eine emphatische Anschreibung des Affektiven, so im Sinne von wir umarmen, wir sind sozusagen eins mit der Welt und es ist sozusagen zwischen uns und der Welt auch nicht mehr eben diese trennende Sprache, sondern eben etwas, was uns verbindet. Dieses hat zum einen etwas Gutes gebracht, weil nämlich diese, ich denke mir, diese ganze Bewegung der Grünen, von Klima, Schützern und so weiter, ne? Dieses sozusagen dieses Bewusstsein, das doch, denke ich mir, für viele mittlerweile selbstverständlich geworden ist, dass tatsächlich eben diese Umwelt und der Baum und die Pflanzen und die Bienen und alles sozusagen mit uns sozusagen in Kontakt stehen und entsprechend sozusagen auf unsere Interventionen reagieren und wir auf deren Verschwinden oder wie auch immer reagieren und antworten werden, indem sich die Atmosphäre, indem sich die Nahrung, indem sich der Boden und so weiter verändert. Also etwas, glaube ich, von diesem Term, also von dieser Bewegung, zu dieser Eigenmaterialität, das würde ich sagen, das würde ich als positive Bewegung bezeichnen, dass dieses Versprechen, was ja interessanterweise gleichzeitig mit den medientechnischen Entwicklungen daherkam, es war ja nicht in meinen Augen zuerst der Effekt, der sozusagen diese Unmittelbarkeit versprochen hat, sondern es waren die sogenannten neuen Medien, die diese Unmittelbarkeit versprochen haben. Notwendig gemacht haben, weil sie nicht mehr da war. Ja. Also in dem Moment, wo sozusagen der Sex über Skype stattfindet, der Sex, der analoge Sex mit der attraktiven. Also vorher brauchen wir ja gar nicht die Entscheidung. Ja, also von dort tauchte das auf, ne, und konnte sich dann wunderbar mit dieser Wiederentdeckung des Affektiven koppeln. Ne? Also das ist sozusagen dieses Moment, dieses Now, dieses Präsentische, ne? Und dieses auch natürlich diese ganzen Freizeitaktivitäten, die wir alle betreiben, von Yoga und so weiter, ne? Dieses Meditieren, dieses sozusagen auch Achtsamkeitstraining,
Also wie viele Studierende erklären mir, dass sie Achtsamkeitstraining machen müssen? Wo ich immer denke, meine Güte, ist ja okay, ne? Aber was heißt es, wenn wir Achtsamkeitstraining machen? Wo achten wir auf uns? Auf was achten wir, wenn wir sagen, wir achten auf uns? Worauf hören wir denn? Worauf konzentrieren wir uns? Auf was konzentrieren wir uns, wenn wir durch die ich sage, jeden Montag habe ich immer Einführung, Vorlesung, und dann in Medientheorie, und dann gebe ich ihnen immer eine Hausaufgabe in den ersten 10 Minuten, damit sie ein bisschen so ruhiger werden. Das ist so ein bisschen wie im Kindergarten, wenn die so aufgeregt sind, alles, obwohl sie ein bisschen größer sind als im Kindergarten. Und dann gebe ich ihnen immer so eine Hausaufgabe. Also dann müssen sie sozusagen immer was aufschreiben. Und dann war eine Frage war, was habe ich von zu Hause bis hierher an die Uni wahrgenommen, ohne dass ich es wahrgenommen habe. Sie sollen nachdenken, ob ihnen jemand aufgefallen ist, ob ihnen eine Szene aufgefallen ist, ob ihnen, wo sie einfach nur vorbeigegangen sind, wo sie gar nicht darüber nachgedacht haben. Aber um ihnen zu zeigen, was Achtsamkeitstraining auch sein könnte. Und es ist interessant, am Anfang fanden sie das etwas komisch und sie haben das Gefühl gehabt, das ist so von mir so. Fordere ich es also ein, aber dann war es plötzlich so, dass sie jeden Montagmorgen um 10 sich so eine Aufgabe gewünscht haben. Also was habe ich heute schon mit meinen Technologien, wann habe ich das erste Mal zum Handy gegriffen, wann habe ich das erste SMS versteckt, wann habe ich nachgeguckt, wie oft habe ich das gemacht auf dem Weg hierher, so als so Mini-Tagebuch. Und diese Geschichten sind schon dieses übertriebene Maß, würde ich meinen. Da schwappt es schon sozusagen in so eine Unmittelbarkeitserwartung hinüber, ne? Dass man sozusagen fühlt, mitkriegt. Ne? Ich meine Damasio, weil der ja in dem Ankündigungstext steht. Ne? Ich fühle, also bin ich. Ich meine, radikaler kann man ja die Descartesche Geschichte nicht sozusagen paraphrasieren, um dann aber im Prinzip, was er meint damit, dass der Körper sozusagen auf die Umwelt und auf die Umwelten reagiert. Ja, bei Damasio sind die Affekte Hunger, Durst, Kälte, Wärme, dass unsere Körper uns sozusagen signalisieren, wenn es zu warm ist, ziehen wir uns aus, wenn es zu kalt ist, ziehen wir uns an, wenn wir Durst haben, dann trinken wir. Ne? Das sind für ihn sozusagen das Affective Tuning an die Umwelt und ist eine andere Konzeption von Affekt, die mit der Deleuze'schen oder Spinoza überhaupt nichts zu tun hat. Aber Damasio als Neurologe ist natürlich frech, ne, und sagt, was Spinoza immer schon wusste oder was er uns immer schon beibringen wollte. Er in einem seiner Bücher sagt ja, Spinoza hat ja nur auf die Neurologie gewartet. Ne, und endlich, die Neurologie kann endlich bestätigen, was Spinoza immer schon wusste, dass sozusagen Körper eben affizieren und affiziert werden. Von hier auf. Von daher kann man sagen, ist die Damasio-Geschichte nicht dumm, ne? Indem man sagt, unsere Körper reagieren auf die Umwelten reagieren auf den Körper und sozusagen in dieser gegenseitigen Wahrnehmung von Umgebung und Körper findet sozusagen das affektive Tuning statt. Ne? Weil ich da immer fragen würde, in welchem Kontext machen Sie, also der ist eben nicht unbelastet. Das ist sozusagen gelernt, wie man auch darauf respondiert, wie man darauf antwortet. Und das finde ich auch ein Problem bei diesen materialistischen Ansätzen, dass ja, diese Dimension immer verkannt wird, dass es nicht im luftleeren Raum stattfindet, sondern große Rückkopplungsprozesse gibt. Gleichzeitig, bestimmt. Ne? Jeder Mann und Körper sind keine unschuldigen, unbeschriebenen Entitäten, sondern sozusagen sehr heftig beschriebene Momente. Aber gleichzeitig zu dieser Entwicklung nach Körper reagieren und Umwelt reagieren, haben wir ja parallel dazu eine Entwicklung, die ja extremst auf Empfindlichkeit abzielt. Also wo sozusagen jeder, der und die sich sozusagen durch das gestört fühlt oder sich durch das blockiert fühlt oder durch das sozusagen unterdrückt fühlt, ne, wird sozusagen aufgefordert, dieses Moment anzusprechen. Also es gibt eine enorme
ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, Empfindlichkeitslogik und Empfindlichkeitskultur, die sozusagen eine also in meinen Augen mitunter, nicht immer, aber mitunter eine total übertriebene Empfindlichkeit inszeniert und performiert. Also wo sozusagen diese Körper plötzlich sozusagen ganz mimosige Körper, also die sozusagen überhaupt nichts mehr aushalten, weder den Geruch noch die Lautstärke noch die Antennen sowieso nicht und und den Smog von Handys und alles, alles, ja, das produziert natürlich auch diese Achtsamkeit und diese Dinge produziert auch eine Empfindlichkeit. Ne? Und es ist genau die Frage, was als erstes war, ne? Die Hände oder das Ei, also das ist sozusagen nicht ganz kausal zu erklären. Ne? Also, aber ich denke auch, also im Lichte dessen, was du gerade gesagt hast, ist ja auch klar, warum es dann innerhalb einer solchen Logik dazu kommt, dass die zwischenmenschliche Beziehung nicht mehr privilegiert werden kann. Also dass eigentlich alle Formen von Beziehungen irgendwie gleichermaßen so Berücksichtigung fordern. Wobei natürlich diese Beziehungen zu Tieren und Umgebungen sind ja auch kulturell durch und durch beschrieben. Ja. Und als ich einmal in einem Seminar in Köln noch Haraway vorgestellt habe und ihr sogenanntes Agility Training mit ihrem Hund, und in Köln haben wir viele Studierende aus Südamerika gehabt und aus anderen Teilen der Welt, und die fanden das jenseitig, also völlig abstoßend, diese Geschichte mit dem Hund. Die haben so entsetzt und heftig darauf reagiert. Wäre in Innsbruck nie passiert. Nie passiert, ja, klar. Die fanden sozusagen dieses Zusammenleben mit Hunden unvorstellbar, weil in deren Kulturen Hunde eben nicht mit Menschen zusammenleben. Aber jetzt in Köln meinst du? Das war ich in Köln, also Studierende aus Südamerika, aus Mexiko. Ach so, es war in Südamerika. Ja, ja. Dann hätte ich den Kommentar gerade nicht gemacht. Ich dachte, es war ein Kölner Studierende. Und dort ist mir sozusagen auch erstmals aufgefallen, dass auch dieses Schreiben oder Beschreiben von der Beziehung Hund und Mensch eben auch immer eine, die in einem bestimmten Ort in der Geschichte stattfindet. Ne? Und natürlich, die Haraway war sich dessen schon bewusst, die hat ja diese Geschichte ihrer Schäferhündin, aber sie hat ja diese australische Schäferhund, war es eben so, hat sie ja genau verfolgt, und wie die nach USA kamen und wo die eingesetzt wurden, wie die gekreuzt und so weiter wurden. Also die hat den Hund schon nicht als unbeschriebenes Blatt jetzt hier hergestellt. Aber für mich war es total wichtig zu sehen, wie eben diese Beziehungen eben keine unschuldigen Beziehungen einfach sind, ne, sondern eben Beziehungen von Macht, von Unterdrückung, von vielen auch Momenten des Nichtwissens und des Nichtwissen-Könnens und des Nicht-Verstehen-Könnens. Und mit dem Affekt, ein Begriff, den wir überhaupt nicht erwähnt haben, aber der ganz eine große Rolle in den letzten Jahren auch zunehmend spielt, ist der Begriff der Empathie, der nämlich auch mit diesen ganzen Maschinen, die jetzt lernen sollen, sozusagen uns zu verstehen, unsere Gefühle zu verstehen, die interpretieren sollen, diese Roboter, die im Gesundheitssystem eingesetzt werden, ob Menschen glücklich oder unglücklich sind, ob sie sich hilflos fühlen oder ob sie aggressiv sind, um eben, dass diese Maschinen das lernen, wird dieser Empathiebegriff ja so unglaublich durchdekliniert. Ne? Ab wann ist jemand empathisch, ab wann ist jemand eben nicht empathisch oder zu wenig empathisch oder schon autistisch, und wie kann man autistischen Menschen wieder beibringen, wie Gefühle richtig zu lesen sind. Alles im Einsatz mit den Maschinen, Stichwort Affective Computing, wo einerseits die Maschinen lernen sollen, Anführungszeichen, und gleichzeitig auch die Menschen trainieren sollen mit diesen Programmen, was sozusagen richtige Gefühlsinterpretation ist. Ja, da sieht man eigentlich nochmal sehr, sehr genau, wie diese Ebene des Affektiven überschrieben ist schon die ganze Zeit und auch Gegenstand einer ungeheuerlichen neuen Überschreibung ist gerade. Das heißt, diese Hoffnung, die Wiedererwecker dieses philosophischen Strangs
an das Affektive geknüpft hat. Und die hat sich ja wahrscheinlich erst mal in der gegenwärtigen Debatte erledigt. Also für mich, wir haben letztes Buch, was Sie vorgetragen haben, Affective Transformation, das war eine Tagung, die wir 2017 in Potsdam gemacht haben. Und dort wurde die eingeleitet mit dem Hinweis, dass sozusagen die Rede vom Affektiven durchaus auch sauer geworden ist. Ne? Also wenn man an diese ganzen Mobbing- und Hassgeschichten und diese ganzen Ausfälligkeiten im Netz, ne? Und dann haben wir zitiert unter anderem den Oliver Machert, den österreichischen Soziologen, der in seinem Buch Die Gesellschaft als unmögliches Objekt in einer Passage, also in einem Kapitel fordert, eine Affektologie, also eine Lehre des Affektiven, um sozusagen als Antwort auf die Politik, die so wirkungslos und machtlos diesen ganzen Entwicklungen gegenübersteht und eben nicht weiß, wie sie sich zu verhalten hat. Und dort kommt er zu dieser, also er fordert auf, dass eine Affektologie noch ausstünde und notwendig wäre. Und er sagt, Politik müsse performativ werden. Jetzt einer der eben von mir schon jetzt heute Abend oft zitierten Affekttheoretiker, der Brian Massumi, hat Anfang der 90er schon geschrieben, Politik müsse performativ werden, müsse theaterhafter, besser, also müsste besser Theater spielen können, um sozusagen auf einer Ebene die Leute abzuholen, die eben sprachlich nicht mehr, also allein symbolisch, repräsentativ nicht mehr abgeholt werden könnte. Und jetzt fordert Machert, na, dass die Politik performativ werden müsse, und er beschreibt den Antagonismus, also diesen Begriff, der bei Laclau Move sozusagen als die Basis von jeder Demokratie operiert, ne? Als dieser sozusagen dieser ontologische Streitpunkt, ne? Widerspruch, der Antagonismus, und er beschreibt ihn als pure Intensität. Und wer Affekt als pure Intensität definiert hat, war Massumi. Massumi hat in der Autonomy of Affect geschrieben, it's pure intensity. Und jetzt schreibt Machart, so viele Jahre später, der Antagonismus ist pure Intensität. Und da habe ich mir gedacht, huch, da sind jetzt zwei Theoriestränge plötzlich total zusammengekommen und es funktioniert so nicht mehr. Also Antagonismus kann man nicht mit Affekt übersetzen. Aber es ist doch interessant, dass diese, also da sehe ich dann schon auch ein Ideal von Wahrheit verknüpft mit dieser puren Intensität. Ja, also das ist nicht mehr das Erkennen und das Aufdecken und sozusagen das Ergebnis meiner Analyse, also die ich dann nun gemacht habe, sondern es ist eigentlich diese, es ist dann so was, wie sagt man, Epiphanisches. Also es ist eine epiphanische Wahrheit und die ist an die Modifikation meines physischen Zustands gekoppelt. Ja. Und da, ich meine, da habe ich jetzt ein Territorium, da kann es reichen von also Induktion meiner Zustände, also durch I don't know what. Ja. Es kann eine Droge sein, es kann ein Horrorfilm sein, es kann Sex sein. Sehr nah an Sex auch alles. Also wenn man nicht das als psychoanalytisches Dispositiv sieht, könnte man da eigentlich eine gleiche Bedeutung machen. Entschuldigung. Aber es greift natürlich in diese Zustandsbewertung und in die Zustandsmessung, die Messung deiner Verfasstheit, da greifen die Maschinen ein, da greifen sozusagen diese ganzen sensoriellen Technologien ein, die dir sagen, anhand deines Pulses, anhand deiner Herzfrequenz, anhand deines Zuckerwerts, anhand deiner und so weiter, fühlst du dich heute so oder so, beziehungsweise dein Zustand pendelt in die Richtung, der du entgegenwirken solltest, indem du beispielsweise 500 Schritte machst und so weiter. Also es wird sozusagen, dein Zustand wird ja auf einer sozusagen Erregungskurve mittlerweile, wenn man dem zustimmt, gehalten, der sozusagen ständig kontrolliert, ob du aus dieser Balance herauskommst oder sozusagen wie du wieder zurückkommst in die Balance. Ne? Also du könntest dich sozusagen auspegeln lassen. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Mischpult und bei diesem Modell. Ne? Ja. Ich würde zwar sprechen, wenn du
Es wird aufgenommen, also besser, dass Sie jetzt mitsprechen. Okay, das ist aufgenommen. Da wären wir ja eigentlich an den. Da wären wir eigentlich an dem Punkt zu fragen, wir leben ja in einer Erregungskultur. Das heißt, wenn Sie die Presse anschauen, wenn Sie die Parteien anschauen, wenn Sie die Wahlwerbung anschauen, dann haben wir ja die größte Kenntnis dort vorliegen. Ja. Wenn wir die Presse anschauen oder das Sommerloch oder so, solche Fragen, das sind ja alles Dinge, die auf diesem Wissen fundieren. Die fundieren ja auf diesem Grund, dass man eine Nachricht bringt, zum Beispiel, die ablenkt von einer Hauptnachricht, die nicht kommt. Das heißt, das ist alles auf dieser Ebene. Das heißt, wir haben eigentlich eine Öffentlichkeit heute, die völlig affektiert ist, ja, in der Weise, aber auch eine riesige Kenntnis davon hat, uns zu manipulieren. Auf der Ebene. Ja, das wäre die eine. Das andere, was ich vorher zum Theoretischen eine Frage hätte, wäre, in der alten Säftelehre kommen diese ganzen Fragen ja vor. Das heißt, hat man da nicht Affekte genannt, sondern in Temperamente genannt. Und mir hat irgendwo etwas gefehlt bei Ihnen. Es hat sehr geklungen nach Maschine, auch in diesen Zeitpunkten zwischen Reaktion und Aktion und Reaktion, Maschine. Aber die eigentliche Frage in Bezug auf den Menschen ist ja physiologisch, sind ja die Säfte. Das heißt, ist ja die Ausschüttungen, die mich erstarren lassen, die mich jetzt aufregen, mich in Aufregung versetzen, das ist ja nicht mein Denken, das ist, kommt aus der Situation natürlich heraus, die lässt dann meine Säfte auf, dann kriege ich einen roten Kopf und kann da vielleicht nicht atmen oder so. Das heißt, das ist ja sozusagen nicht nur eine Gehirnfrage oder eine Nervenfrage, sondern eine gesamtphysiologische Frage. Ja. Mit allen alten Organen hängt das zusammen. Und das hat mir etwas gefehlt, dieser Säfteanteil, der riesengroß ist, gerade beim Effektiven. Der dritte Punkt, der Ansatz dessen ist ja eigentlich schon bei Husserl gemacht und bei Hegel gemacht. Wir haben bei Hegel den Begriff der Situation, wo man sozusagen, bei Husserl haben wir diesen Begriff, den Sie genannt hat, dass sozusagen wir immer von den Voraussetzungen ausgehen müssen, dass wir nicht neu beginnen können, sondern dass es sozusagen etwas vorgegeben ist, in dem es etwas überhaupt gibt, bei Hegel gleich. Der Begriff der Situation ist so etwas, die Situation ist das Vorausgegebene, auf das dann reagiert wird. Und da haben wir ja eine ganze Schule, wie Blessner, die Trauer oder das Lächeln und so weiter, da haben wir ja schon eine ganze Schule, das heißt die Phänomenologie hat da schon sehr viel in die Richtung auch natürlich, glaube ich, gearbeitet schon. Nur zu ihrer Kartografie. Ja, vielen Dank. Das stimmt, ich habe diese Phänomenologen und ausgelassen und den Whitehead, den ich jetzt in der Diskussion eingebracht habe, der ist genau in der Zeit, also wo Plessner und die alle sehr, sehr wichtig waren, auch Uexküll, der eine ganz enorme Rolle gespielt hat und mit seinen Umgebungen, mit seinen Wirklichkeiten und so weiter. Die auf der einen Seite, also die bei den Phänomenologen ist es für mich doch nach wie vor aber schon sehr zentral, eben der Mensch, eben im Unterschied zu den anderen zum Tier, während bei Uexküll, der ja eben diese unterschiedlichen Wirklichkeiten stark gemacht hat, und dann Whitehead, der eben diese Unterscheidung von human und non-human als völlig dezentrale, also sozusagen die nicht im Zentrum seiner Philosophie steht, die für mich sozusagen jetzt für mein Interesse attraktiver war. Von daher die, aber völlig klar, und die Säftelehre, ich habe mit der Reizreaktionsgeschichte erst mit meiner Kartografie erst im 19. Jahrhundert begonnen. Von daher war natürlich Helmholtz sozusagen für mich so der imaginäre Startpunkt, den ich heute gar nicht benannt habe, mit seinen ersten Messungen von Reizreaktionen. Und diese Geschichte von diesem Intervall, die Helmholtz damals feststellen konnte bei seinen Froschschenkel-Untersuchungen, die ging dann weiter im 19. Jahrhundert eben bis und so weiter. Von daher, klar, die Temperamente, Pathos, Leidenschaften, diese Geschichte ist eine ganz, ganz lange, ne? Also und gerade bei diesen Säftegeschichten, bei den Temperamenten, ne? mit Hitze und mit Kälte und runterfahren und hochfahren und so weiter. Und
klar, aber diese Intervallsgeschichte und diese ist ja nicht nur auf das Gehirn, sondern eben diese Reaktion, sozusagen wie der Körper, prinzipiell der Körper etwas wahrnimmt, beziehungsweise viele Dinge ja im Körper passieren, die wir ja überhaupt nicht wahrnehmen, also die sozusagen ständig passieren, ohne dass wir davon Kenntnis haben. Aber und jetzt kommt dieses Moment wieder mit diesen medientechnischen Interventionen, dass die sozusagen eben genau in diese Prozesse heute eingreifen können. Also Dinge, die sozusagen kleine Roboter, kleine Chips, die mir sozusagen ständig Auskunft darüber geben, wie mein innerer Zustand ist, den ich eigentlich bis dorthin noch nicht so unmittelbar erfahren konnte. Also ständig sozusagen eigentlich nachschauen kann, wie mein Zustand ist. Das ist, denke ich, mir schon eine relativ neue Erfindung. Und was Sie gesagt haben zu dem Erregungszustand der Politik, ich meine, diese Geschichte mit diesen Kurznachrichten, Twitter und so weiter, das ist eine wirklich wunderbare Form, an der man sozusagen dieses Hochschießen von Dingen festmachen kann, die, bei denen es ja ganz egal ist, ob sie stimmen oder nicht stimmen, ob sie anschließend verifiziert oder falsifiziert werden. Es ist völlig egal, es geht sozusagen genau um dieses Moment, dass sozusagen etwas einfach in die Welt geschossen wird und sich sozusagen auch dann natürlich wahnsinnig schnell verbreitet, ne, durch das, dass sozusagen retweetet wird oder Facebook und so weiter. Da wir sozusagen organisieren uns ja diesen Erregungszustand ja selbst, indem wir sozusagen immer mitmachen an dieser Verteilung und weiteren Intensivierung. Gibt es noch weitere Fragen? Ich hätte noch eine ganz kleine Frage, oder es ist vielleicht sogar eigentlich, wie sagt man, eine affektive Reaktion. Response. läuft das Ganze dann auf Fitness hinaus? Also man würde vielleicht Wahrheit und Fitness die wirkliche Koppelung sein, auf die es jetzt ankäme. Ja, Wahrheit, ich weiß es nicht. Ich weiß, Fitness ist sicher ein Teil von dem Ganzen, aber eben im Verbund mit den Technologien, die sozusagen uns umgeben und in uns sozusagen hineinkriechen und hinter uns kriechen. Also diese Geschichten, die sozusagen, ich habe heute ganz kurz gestern oder heute, ich weiß es nicht mehr, im Zug gelesen, was Netflix über uns sozusagen alles an Daten abfragt. Und es unklar ist, an wen die Daten weitergegeben werden und wer mit den Daten was macht. Und das ist ganz interessant, weil ich weiß auch gar nicht mehr, wer diesen Artikel geschrieben hat, was Netflix alles erfasst. Und in dem Moment, wo Sie Netflix benutzen, können Sie das sozusagen nicht hintergehen und Sie müssen sozusagen mitspielen, ob Sie wollen oder nicht. Sie sind einfach ein Datenproduzent. Und dort also wird logischerweise jedes Klicken, jedes Wiederholen, jedes Wiederanklicken, jede Pause, jedes Weiterspielen, jedes Wiederaufrufen, jedes Suchen, jedes Stehenbleiben bei welchen Filmen und so weiter wird erfasst und es wird daraus vermutlich jetzt kein Persönlichkeitsschema von Ihnen erstellt, das ist ja völlig uninteressant, sondern es werden Muster erstellt. Es werden Muster erstellt und diese Musterpakete werden verkauft und die sind interessant. Aber sind das dann nicht auch affektive aus Muster, denen, die wir wiederum ja, lernen, genau, und die wir inkorporieren? Ja. Aus diesen Mustern entstehen sozusagen affektive, wie könnte man das affektive Muster auch interpretieren? Aber wie kann dann unsere Lebenswelt dann eigentlich noch intensiv sein, wenn wir schon, was war das, welches Wort hat sie gesagt, Aufmerksamkeits... Achtsamkeit. Ich habe das Wort noch nie gehört. Ich weiß gar nicht, was es ist. Aber wie ich in den 90ern bei dir studieren durfte, war für uns die Vorstellung der gläserne Mensch, um Gottes Willen. Ich habe mich ganz lang geweigert, zu Facebook zu gehen. Und dann musste ich irgendwann zu Facebook, 2010 erst. Also für heute sind wir gläsern und ich gucke auch Netflix und wenn ich mir jetzt überlege, dass Netflix weiß, wann ich wo aufgehört habe, was
zu sehen ist es vielleicht. Aber wo können wir denn eigentlich noch intensiv leben? Wo erschöpft sich dann nicht auch der Effekt, wenn wir eigentlich in einer manipulierten Intensivität leben? Der französische Philosoph, dessen Vorname mir im ersten Moment gerade entfallen ist, Garcia, der hat das Buch geschrieben über Intensität. Und der hat gesagt, Intensität entstand sozusagen die Beachtung oder dieses Reden oder die Faszination an der Intensität entstand mit der Elektrifizierung, mit der Erfindung der Elektrizität, die uns sozusagen wie ein Blitzschlag, ne, also wenn man sozusagen elektrifiziert wird, dann ist es so, ne, das war sozusagen der Höhepunkt der Intensitätserfahrung. Und heute wären wir im elektronischen Zeitalter und das wäre sozusagen das Ende der Intensität. Ne. Also ich weiß es nicht, ne. Also ich würde dem so, also so weit nicht gehen und sagen, es gibt keine Intensität mehr. Es gibt natürlich ganz viele Intensitäten, gerade was vorhin angesprochen wurde mit der Politik, aber auch bei Mobbing und Shitstorm sind jetzt zwar negative Beispiele, ne, aber ich meine, die Intensität, würde ich sagen, ist eine enorme. Ne? Also wenn derartige Dinge erlebt, erfahren werden, einem zustoßen, würde ich sagen, ist die Intensität unerträglich groß. Ne? Aber es ist ein Aufpoppen von Identität. Ja. Der Kiegel sagt, das Recht muss der Politik folgen und umgekehrt, und am nächsten Tag ist die Polizeikatze verschwunden. Also das ist ja schon eine Kasperl-Theaterisierung, nicht mehr eine Performitierung der Politik, sondern das ist, da kommen ja Maschek nicht einmal mit. Also, aber natürlich, was der Brian Massumi, jetzt muss ich ihn nochmals zitieren, der hat in The Everyday Fear, Anfang der 90er Jahre hat er dieses Buch herausgegeben. Und dort hat er, nee, jetzt bin ich falsch. Das war nach der Einrichtung des Heimatmuseums. So war. Er hat in den 90er Jahren hat er geschrieben, dass die Politik sozusagen mit der Angst und der Sicherheit spielt und dass sozusagen eine Erregungszustand der Ideale wäre, wo wir sozusagen in ständiger, kurz davor, ne, also sozusagen nicht gelangweilt und uninteressiert und sozusagen aber auch nicht ständig an diesen Spitzen, wo danach wieder sozusagen es hinuntergeht, sondern sozusagen so kurz davor, ne, ist sozusagen so ein Zustand, wie man eine Gruppe, eine Bevölkerung, eine Nation hält. Und mit der Einrichtung des Heimatmuseums, hat er geschrieben, wurde sozusagen die Farbskala von Gelb ist also Grün ist sozusagen, wie wir ja wissen, Grün ist sozusagen ruhig, ne? Und Gelb-Orange ist so gefährlich und Rot ist natürlich sozusagen Terror pur. Und seitdem, hat er geschrieben, seitdem tanzt die Nation auf Orange. Und das, was sozusagen gemacht wird derzeit an all diesen Politiken abzulesen, ist dieser Dauererregungszustand, der natürlich permanent höher und der sozusagen immer schneller, weil sozusagen dieser, man gewöhnt sich ja an eine bestimmte Aufregungs- und Erregungskurve. Aber man kann es sozusagen an dem auch ablesen, ne, was damit gemeint. Also was Massumi meinte mit dem, mir gefiel es sehr gut mit dem, seitdem tanzt die Nation, also damals meinte er natürlich die USA und es war sozusagen, also er schrieb, war noch vor 2001. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Ist dann noch die letzte. Aber inwiefern müsste man die Politik performativer werden, weil Sie das dann vorhin zitiert haben, wenn quasi, also mir kommt vor, dass da wirklich hochgradig schon, dass die Körper immer inszeniert und instrumentalisiert werden. Also das wäre schön, wenn wir da eine Ausführung bekommen. Ich habe das akustisch vor. Ist es wirklich notwendig, war Ihre Frage, ist es wirklich notwendig, dass die Politik performativ ist? Inwiefern?
Inwiefern? Inwiefern, ja. Weil natürlich muss man die Politik in der Zwischenzeit viel gelernt, wenn Sie sich anschauen, die Talkshows und die Interviews, die sind hoch performativ. Ja, ich meine, da gibt es ja keine normal, also Anführungszeichen normales Gespräch, sondern das ist ja eine, performativ ist natürlich die Politik durch das Fernsehen geworden. Fernsehen war sozusagen die erste mediale Inszenierungsform, die Politik sehr stark umgekrempelt hat und sehr stark sozusagen formatisiert hat, ne? Also in sein Format eingeordnet hat. Ich würde sagen, dass heute, glaube ich, die Rufe schon sehr groß wären, dass die Politik weniger performativ wäre und anders agieren würde und mit Vernunft und mit einer Sprache, die eben nicht immer nur in die üblichen Schlammschlachten ausarten, Beschimpfungen und Untergriffe und so weiter. Ich glaube, es besteht eine große Sehnsucht mittlerweile nach diesen alten Zeiten. Also, das ist doch nicht performativ, was Sie da sehen. Das sind doch nur, wie soll ich sagen, Figuren einer Spieluhr, die immer wieder das Gleiche tun. Ja, das war keine Performance letztlich. Oder? Ja, was wäre denn für Sie denn? Naja, eine Performance wäre was. Das ist eine Erkenntnisziel. Die einzige Erkenntnis, die auch mittlerweile fast jeder Zuseher aus diesen merkwürdigen Aufführungen zieht, ist, dass man von hinten bis vorne betrogen wird, weil der Satz an sich, der einem entgegengesagt wird, ausgehöhlt ist. Ja, da gebe ich Ihnen total recht, aber ich meine damit mit dem Performativ, die Talkshow-Massen waren nur ein Beispiel, aber ich meine das Ganze drumherum, ne? Also was wir über die Politiker erfahren, was wir von ihnen mitkriegen, wie sie sozusagen sich über Facebook und über Twitter und über diversen sozialen Ströme sozusagen mitteilen, inszenieren, durchaus performieren, ne, würde ich sagen. Aber wir müssen uns ich finde diese Aufforderung, die Politik solle performativer werden, der würde ich nicht zustimmen. Ich würde der absolut nicht zustimmen. Ich finde, wir schweifen jetzt schon ein ganz bisschen von unserem Affekt-Sex-Thema ab. Vielleicht können wir nochmal resümieren und ich hoffe, ich sage jetzt nichts, was Sie nicht teilen würden, aber das, worum es hier in der Ausstellung geht und glaube ich auch in unseren Sex-Diskussionen ist, den affektiven Dimensionen, die Sie jetzt angesprochen haben, von Relationalität, Unterbrechung und was war das dritte? Übersetzen, glaube ich, sehr nah. Und das probieren wir hier zu erforschen. Und insofern war es großartig, die Begrenzung davon und auch die utopischen Potenziale hier mit Ihnen besprechen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie so lange mitdiskutiert haben.